Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Ja. Moin, meine Leute. Und, ja, laden wir mal. Montag zwar, heute ist nicht Montag, sondern Dienstag. Also, wo war ich denn? Da ist ein komischer Typ und ich hau auf meine Leertaste drauf. Gehen wir mal in Matts Haus. Wir mussten ja mit dem schwulen Sergeant Kramer reden, der nicht so ganz toll ist. Und da ist wieder Sally. Oh. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse, halt deine Scheißfresse! Hey, oh, was hab ich denn gemacht? Oh, richtig, du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt, hau ab! Oh Mann, da ist jemand aber ganz schön böse. Ganz schön böse. Ja. Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig, alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Du willst meine wissen, auch. Was passiert ist? Tja, ihr seid passiert. Ihr habt's mal wieder verbockt. Alles, was ich wollte, war meine Verlobung feiern. War das denn zu viel verlangt? Aber wir haben doch eure Verlobung gefeiert. Oder nicht? Das ist also deine Vorstellung von feiern? Mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt. Oh ja, was für eine Feier! Über die ganze Küche verteilt? Ganz genau! Was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? Ich? Gar nichts. Du hast was gemacht. Ich weiß es einfach. Hey, er war mein bester Freund. Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Permanent schadet. Da hat er recht. Randall ist vielleicht ab und zu so ein schlechter Typ, aber ich denke mal nicht, er ist so ein Typ, der es macht, dass Leute permanent Schaden zufügen und über die ganze Küche verteilt. Ich weiß ja nicht. Wir werden sehen. Hat er gesagt, was er will? Nein, aber denk, du hast etwas mit all dem zu tun. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. Naja, das stimmt aber nicht. Mal echt, blinder Vandalismus ist mehr mein Ding, das weißt du doch. Du widerst mich an. Warum? Wegen dem, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Lies den Brief, dann weißt du's. Welchen Brief? Matts Abschiedsbrief. Oh, der Brief. Was hat Matt diesmal angestellt? Du weißt es wirklich nicht? Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an. Du wirst beeindruckt sein. Sieht für mich nicht so lustig aus, du Mörder. Ich? Was? Halt's Maul! Okay, das ist jetzt nicht mehr lustig. Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal, deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? Wutausbrüche! Ja, genau das ist es. Also gehen wir mal in die Küche. Gibt ja sonst keine andere Möglichkeit. Heilige Scheiße, Alter! Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Ich dachte, er hätte in die ganze Küche gekotzt, aber nicht, dass das passiert ist. Ich habe das ja schon gesehen. Ich habe ja mit dem guten Kramer geredet und so, aber naja, es ist immer wieder dieser Anblick. Ich weiß nicht. Der sieht nicht schön aus. Vor allem wie immer noch dieser Körper. Es erinnert mich immer an Fallout, immer wenn ich irgendwelche Leute zerschieße. Aber es ist was anderes. Der bin ich. Gut. Ich will nur sicher gehen, dass ich den Richtigen erwische. Sicher? Moment, was? Hast schon richtig verstanden. Ich durchschaue dich, Hicks.
Hey, finden Sie es nicht etwas unhöflich, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen? Oh, sieh an. Wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Na, sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, da, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja, definitiv. Matt, tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Also wirklich. Wir sind in seiner Küche. Er weiß, wie Matt aussieht. Sally hat gesagt, was Matt getan hat. Dann kommt er mit dieser dämlichen Frage, warum oder wie Randall auf die Idee kommt, dass es Matt ist. Sind genau diese Fragen, die mir ab und zu Leute stellen, wenn ich an der Bushalte warte, auf was ich warte. Oder was ich tue und sonst was. Das sind die absurdesten Fragen, die ich je gehört habe. Dieses Charisma, diese Grazie, diese Eleganz. Wer sonst sollte es sein? Du fängst besser an, das hier ernst zu nehmen, du Arschloch. Hier ist ein Mord passiert, also lass die dummen Sprüche, sonst gibt's noch einen, kapiert? Sir, wie gesagt, es war nur ein Selbstmord. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Tja, glauben Sie's. Diese Leute sehen aus, als verstehen sie ihr Handwerk. Danke, Kleiner. Wir arbeiten auch sehr hart. Wenn ihr mit eurem Geplauder fertig seid, würde ich gern den Verdächtigen weiter befragen. Sicher, dass ihr sonst nichts mehr auf dem Herzen habt? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag, richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Oh, und ich sollte sein Trauzeuge sein. Jetzt kann ich gar nicht die Rede halten, die ich vorbereitet hatte. Ich wollte seine Mutter so richtig fertig machen. Sie ist ein ganz schöner Brocken, wissen Sie? Ich hatte ein paar tolle Sachen in petto. Ich bin sicher, Matt hätte es geliebt. Aha, Mr. Griffin war also kurz davor zu heiraten. Interessant. Na, interessant würde ich jetzt nicht sagen. Ich dachte immer, er hätte größere Chancen, Mitglied der Fantastic Four zu werden, als zu heiraten. Aber naja, da habe ich mich getäuscht. Tja, nicht ganz. So wird er jedenfalls niemanden mehr heiraten. Da haben Sie wohl recht. Ich hoffe, die andere Seite wird von Maschinen regiert. Das wäre ganz in seinem Sinne. Du hattest also Probleme mit Mr. Griffins Verlobter. Vielleicht sollte es ja, wenn es nach dir geht, keine Hochzeit geben. Probleme mit Sally? Das ist verrückt. Sie waren das perfekte Paar. Sie haben sich gegenseitig ergänzt, wissen Sie? Sie war die Stimme der Vernunft und Matt? Naja, weiß nicht. Er war eben Matt. Er hätte es ohne sie nie durchs College geschafft, ganz zu schweigen von all den Schwierigkeiten und Schlägereien, vor denen sie uns bewahrt hat. Sally war es, die uns aus diesem türkischen Gefängnis geholt hat, Herrgott. Das war's also. Was war was? Die Frau deines besten Freundes. Du bist Abschaum. Ich weiß, was Sie denken, Sergeant. Aber Sally ist nur eine Freundin, mehr nicht. Alles klar? Oh ja, glasklar. War's das? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das ist etwas kompliziert, weil, lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Oh, ich habe gestern eine Menge gemacht, war ein irrer Tag, aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frag ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Immer dieses mit, ja, ist eine lustige Geschichte. Es gibt auch eine Person, die das immer wieder sagt. Und es ist einfach nicht lustig. Aber nun ja. Ich mag sowas irgendwo nicht, wenn Leute sagen, es ist eine lustige Geschichte. Und niemand lacht. Aber egal. Ich erinnere mich daran, genau hier mit Ihnen gesprochen zu haben. Ach was. Tja, ich definitiv nicht, Susan. Dachte ich mir. Wir hatten gestern genau dasselbe Gespräch. Wovon zur Hölle redest du?
Gestern hatte ich frei und war weit weg von Abschaum wie dir. Ja, naja, sieht aus, als wenn ihr gestern und mein gestern nicht viel gemeinsam haben. Ach komm. Eindeutig. Versuch nicht, mich zum Narren zu halten. Glaubst du wirklich, du kommst hier raus, nur weil du auf unzurechnungsfähig machst? Ach, nein. Das ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Ich muss mal meine Kopfhörer hin tun. Ich bin der Meinung, wir erleiden schon bald wieder einen Kabelbruch. Wie die anderen beiden Paar, die ich zuvor hatte. Aber die haben jetzt ein paar Monate durchgehalten. Das reicht mir schon. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Okay, dann reden wir mal mit Ned und Ted. Ich habe hier noch einen Brocken gefunden. Oh Mann, dieser Mixer ist wirklich klasse. Ja, ich habe mir gerade selber einen übers Internet bestellt. Etwas mehr Respekt, bitte. Ich bin sicher, er wusste nicht, was er tat. Das wusste er ganz genau. Das hier ist eindeutig Selbstmord. Aber wie ist das möglich? Junge, wir wissen, was wir machen. Und wie könnt ihr euch so sicher sein? Erstens, das Spritzmuster an der Wand. Schau dir den Winkel an. Da sieht man ganz genau, dass er es selber war. Hat sich nach und nach in den Mixer geschoben. Aber... Hast du nie Dexter gesehen? Wir sind ein bisschen wie er. Alter, so kannst du das doch nicht sagen. Wir sind keine Psychos. Und wie hat er das ganz allein hinbekommen? Junge, es gibt eine Menge technische Details, die du nicht verstehen würdest. Aber der beste Beweis ist doch immer noch der Abschiedsbrief, den er geschrieben hat. Ah, oh, aber was, wenn ihn jemand dazu gezwungen hat? Glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, hauptsächlich, weil er ein Handyvideo gemacht hat. Und was für ein Handy das war. 600 Megapixel Kamera, 6G, dreifach 3D, Multitouchscreen. Ist ja gut. Oh Mann. Das sind wirklich richtige Fanatiker. Es ist vielleicht eine blöde Frage, aber wisst ihr, ob er leiden musste, bevor er starb? Ja, er hat schrecklich gelitten. Der größte Teil des Videos ist herzzerreißendes Schreien. Aber mein Lieblingsteil ist, wenn der Schock einsetzt und er anfängt, My Way zu singen. Wow, darf ich das mal sehen? Nein, darfst du nicht. Schluss mit dem Rumgealber, Ladies. Das hier ist eine ernste Sache und ich werde ihr auf den Grund gehen. Matthew Griffin war nicht der Typ für plötzlichen Selbstmord. Irgendwas übersehen wir. Ich glaube, ihr Trenchcoat stellt Checks aus, die ihre Expertise nicht bezahlen kann. Oh. Oh. Ah ja. Ich sehe, ich lag nicht falsch, was dich angeht. Du bist die Sorte Müll, die ich gern recycle. Schluss mit den Spielchen, Senorita. Das geht für dich mächtig schief. Habt ihr irgendeine Ahnung, was passiert ist? Das Video gibt nicht viel her. Ist nur Blut und Gemetzel. Aber wenn man sich den Brief so ansieht, merkt man deutlich, dass er ein sehr unsicherer, trauriger Mann war. Was, bist du jetzt etwa auch ein Seelenklempner? War nur meine Meinung, Sergeant. Konzentrier dich einfach auf die Fingerabdrücke. Ich muss dann mal. Okay, und er zieht seine Hose hoch. Ich will seinen Gürtel sehen. Oha, der hat diesen typischen Gürtel, so wie ich ihn hab. Mann, macht er mich nach. Hey! Was glaubst du, was du da... Na schön, ein andermal. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen.
Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht, das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Kann ich dann bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben, Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Und wieder wirft sie angezündete Zigarette auf den Boden und tritt sie auf. Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Es gefällt ihn doch, oder? Raus hier! Jetzt! Ja, okay, chill. Dann gehe ich doch mal. Was zum Geier ist hier los? Ist das so eine Art Witz? Wenn ja, dann... Dann kapiere ich ihn nämlich echt nicht. Okay, erstmal die Fakten. Ich erlebe denselben Tag nochmal. Ich war nie ein Vorzeigeschüler, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Jedenfalls nicht um diese Zeit im Jahr. Dazu kommt, ich bin der Einzige, dem das klar zu sein scheint. Außer dem Penner. Also habe ich den Verstand verloren? Meine Mom hat immer gesagt, wenn ich zu lange dieses Spiel mit dem italienischen Klempner spiele, macht's mir das Gehirn kaputt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal passieren würde. Aber trotzdem... Ein paar Sachen, die ich gestern gemacht habe, blieben unverändert. Ich habe immer noch das Geld von Mel und die Feuerleiter ist auch noch kaputt. Das ist echt seltsam. Vielleicht ist der dämliche Ring der Schlüssel. Ich glaube, ich muss ihn wieder beschaffen und das schnell. Hey, sieh mich nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Genau. Gehen wir mal zum Mel. Vielleicht hat er den Ring ja noch. Manchmal kann man Gegenstände kombinieren und hält dadurch neue Gegenstände. Immer dran denken. Seht mal, da ist ein Rohr. Ich glaube, da ist was drin. Mal sehen, was hinter der geheimnisvollen Schachtel 3 zu finden ist. Oh. Eine eklige, vergammelte Zitrone. Na super. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du. Sicher. Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. 5 Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun, ach ne. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich habe mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein interessiert Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und der war voll mit dem Zeug.
Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich hab Jim seitdem nicht gesehen. Aber genug davon, bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Der Jimmy.